Hallo Leute, wir sind auf einer kleinen Abendrunde unterwegs, hier bei Breinig im Naturschutzgebiet Schlangenberg. Sehr schönes Gebiet, wollen ein paar Fotos machen, ein bisschen mit den Möppis vor die Tür. Wenn ihr Lust habt, kommt ein Stück mit. Ihr seht, das hat ursprünglich mal dort oben gestanden, war früher ein ganz schlichtes weißes Holzkreuz, ist jetzt halt ein Stahlkreuz weiß gemalt. Das erinnert an ein tragisches Haushaltsunglück, was hier damals im angrenzenden Ort passiert ist. Dabei ist ein 4-jähriger Junge zu Tode gekommen. Dann hat man oben halt dieses Kreuz montiert und später ist dann halt diese Gedenkstätte oben hingekommen für Kriegsgefallene und dann ist das Kreuz hier auf halbe Höhe gewandert. Und warum auch immer hierhin, hätte man ja daneben stellen können, aber man weiß es nicht. Ja, das ist auch gleichzeitig der Berg, dem dieses Naturschutzgebiet seinen Namen zu verdanken hat. Das ist der sogenannte Schlangenberg. Wo dieser Name genau herkommt, weiß ich gar nicht. Wir befinden uns hier auf einem sehr alten Platz. Die haben schon Römer und Kelten angefangen, Sachen abzubaggern, also Erze zu gewinnen. Man hat ja auch Münzen gefunden, römische Mauerreste gefunden. Ja, und hier ist lange Jahre, ist ja noch Bergbau passiert. Das Kreuz ist also 19. Jahrhundert. Und ich meine auch irgendwie so, irgendwann 1900 haben sie hier auch aufgehört mit dem Bergbau. Wenn es einer besser weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare, das weiß ich nämlich auch nicht so genau. Ich weiß nur, zu allerletzt sind hier halt schwefelhaltige Erze abgebaut worden, wo man dann nachher Schwefelsäure draus gewonnen hat. Salzsäure, ne, ist klar. Ja, das waren so die letzten Aktivitäten, bevor man dann hier wirklich den Bergbau eingestellt hat. Man findet immer noch viele Überreste, mal sehen, vielleicht sehen wir nachher auch noch was. Oh, jetzt geht's erstmal darauf. Thank you.
Leute, das war's mit unserer kleinen Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein netter kleiner Spaziergang. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.